Ich höre mich vielleicht etwas komisch an. Das liegt nämlich daran, dass ich krank bin. Heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch, der 5. September und ich bin gerade nicht in der Schule. Wir haben nämlich 11.49 Uhr. Ich bin halt nicht in der Schule, weil ich krank bin und es mir halt nicht so gut geht. Aber ich dachte, ich drehe euch dieses Video. Als erstes bin ich gerade dabei, ein Video zu bearbeiten. Wenn ihr dieses Video seht, ist das Video nämlich schon online. Es geht nämlich um die Welpen und es ist so süß geworden. Da sind teilweise so süße Aufnahmen. Was heißt teilweise? Das sind nur süße Aufnahmen. Weil Welpen sind einfach süß. Deswegen guckt euch das unbedingt an. Das heißt nämlich die ersten Schritte. Und ja, Max war heute Morgen da. Er holt mich nämlich eigentlich immer morgens von zu Hause ab und dann gehen wir zusammen zur Schule. Heute ist er gekommen und dann meinte ich, ich kann so nicht zur Schule gehen. Und dann werde ich jetzt erstmal das Video fertig bearbeiten. Also es sind echt süße Aufnahmen dabei und da waren die noch so klein. Also momentan sind sie halt schon wieder etwas größer. Und deswegen guckt euch das Video unbedingt an. So Leute, das Video ist jetzt fertig. Ich mache jetzt noch schnell ein Thumbnail dafür und dann bearbeite ich meine Instagram-Bilder, die ich gerade gemacht habe. Das Doofe ist, ich habe nur noch 6%. Ich kann euch ja mal zeigen, wie ich meine Thumbnails so bearbeite. Also bei diesem Thumbnail ist es eigentlich leichter als bei anderen, weil es einfach ein Bild ist, was ich so lasse und nicht zwei ineinander schneiden muss. Aber ich zeige euch mal, wie ich jetzt die Schrift mache und was ich daran so verändere. Ich habe das Bild hier jetzt in meiner Galerie und werde es als erstes schneiden, also zuschneiden, weil das jetzt einfach nur ein Screenshot ist. So, und dann werde ich jetzt erstmal das Bild etwas heller machen, weil das schon ziemlich dunkel ist. Und den Kontrast vielleicht ein bisschen niedriger machen. Das habe ich jetzt gemacht und gehe jetzt auf PixArt. Suche mir dann das Bild raus. Da das nur das Bild hier bleibt, werde ich einfach den Text hinzufügen. Erste Schritte wird das nämlich heißen. Dann mache ich jetzt einfach nur Farbe. Da habe ich nämlich schon eine spezielle Farbe. Und dann auf den Pfeil. Dann auf Strich, weiß und etwas fetter. Das ist nämlich die Umrandung. Und dann werde ich die Schrift größer machen und dahin schieben, wo ich sie hin möchte. Und dann einfach auf den Pfeil da oben. Und dann bin ich eigentlich auch schon fertig mit diesem Thumbnail. Eigentlich dauert es immer ein bisschen länger, weil ich dann immer zwei Bilder habe, die ich zusammenschneiden möchte. Und dann muss ich da noch ein bisschen extra machen. Aber diesmal ging das eigentlich ganz leicht. Und es lädt. So, wir haben schon 12 Uhr irgendetwas und ich bekomme langsam Hunger und deswegen werde ich mir jetzt was zu essen machen. Ich werde einfach das Mittagessen von gestern essen. Das war nämlich lecker. Ich habe mich jetzt umentschieden und werde doch einfach nur ein Franzbrötchen essen und habe mich ins Bett gelegt, weil es war gerade echt anstrengend, aufzustehen und sich was zu essen zu holen. Und dann werde ich jetzt nebenbei noch Mr. Bean gucken. Mr. Bean macht Ferien. Das werde ich jetzt zu Ende gucken. Es hat gerade geklingelt und Max war gerade eben schon hier, ist nochmal kurz gegangen, um sich einen Burger zu holen. Hi. Hallo. Hi, was machst du? Ich hab Essen geholt. Was? Jetzt gibt's Essen, ne? Ja, jetzt Essen. Lecker Burger. Lecker Max. Hey, lecker, lecker. Und es ist jetzt mittlerweile wie viel Uhr? 20 vor 2. 20 vor 2? Ja. Echt? Ja. Wo bleibt meine Schwester? Auf jeden Fall muss Max jetzt los. Er lässt mich alleine. Hast du dich zu rechtfertigen? Nein. So, meine Mama und meine Schwester sind jetzt auch da und wir fahren jetzt einmal zu meiner Tante, weil dort werde ich ein Video hochladen, weil das bei mir einfach so lange dauert, weil unser Internet echt nicht gut ist. Und dann werde ich das dann einmal hochladen und dann geht es auch wieder zurück. So, ich bin jetzt wieder zu Hause und das Video ist hochgeladen. Ich habe jetzt übrigens so eine Lampe. Ein Stativ, was ich euch aber erst gleich zeigen werde, bekommen, ist gerade mich angekommen. Und ich muss noch gucken, wie das geht. So, jetzt bringt's auch was. So sieht's mit Lampe aus und so ohne. Es gibt einen Unterschied. Und einmal so ein Stativ. Wundert euch nicht, warum es wieder hier so aussieht. Ich bin gerade dabei, meinen Schrank auszusortieren. Ich habe jetzt meinen Schrank fertig aufgeräumt. Ich zeige ihn euch mal kurz. Da oben stehen Taschen. 4 Stück, eigentlich stehen da 5. Und da ist noch meine Schultasche. Dann kommen dort meine Pullover und meine alten Schulsachen und den Flamingo, den ich mal von Max bekommen habe. Hier unten geht es dann erstmal weiter mit Max Pullovern und mein Pullovern. Dann kommen hier T-Shirts und hier Tops. Und dann hier lange Hosen, kurze Hosen und Röcke. Dann Unterwäsche, da ist noch ein Fach frei. Und da ist dann eine Decke von Max. Da liegt ein Kuscheltier, was ich früher mal hatte. Und dann geht's hier runter. Und dann gibt es da ganz viele Anziehsachen. Und hier gibt es noch eine Schublade, die kann man so rausziehen. Und dann ist hier Schmuck und eine Uhr, Bandanas, so mit Klammern, ein paar Ringe, hier noch so ein Ring.
Und dann machen wir die wieder zu und dann sind unten noch mehr Klamotten und das war's dann eigentlich schon. Da sind noch Spiegel. Und jetzt gibt's noch mal Essen. Ich habe erst jetzt nur das Franzbrötchen und den halben Burger gegessen. Und jetzt gibt's noch mal Essen und währenddessen gucke ich den Film da zu Ende. Keine Ahnung, wie der heißt, aber es ist mal ein Film, den ich geguckt habe, als ich klein war. Ich bin jetzt gerade dabei, mich fertig zu machen. Gleich geht's nämlich für mich zur Fahrschule. Ich darf das nämlich nicht so auslassen, weil ich dann immer wieder alles abwarten muss, bis diese eine Stunde dran kommt. Und das ist sehr kompliziert und dauert lange. Deswegen muss ich jetzt auch hin. Und ja, ich bin jetzt bei der Fahrschule schon seit 3 Wochen. Ich habe noch einige Theoriestunden vor mir, bis ich dann mit Praxis anfangen kann und dann endlich mal einen Führerschein habe. Das ist so schwer, wenn neben einem Welpen liegen und man nichts mit dem machen kann, weil man die nicht anstecken möchte. Gucken wir mal so süß an und warten vielleicht darauf, dass ich mit denen spiele. Nicht so. Nee. Ich bin froh, wenn ich wieder gesund bin, mit ihnen spielen und kuscheln kann. Guckt euch das mal an, wie süß. Und es ist jetzt schon 10 nach 6 und ich muss jetzt los. Und dann sehen wir uns gleich wieder, beziehungsweise für euch genau jetzt. So, ich war gerade eben duschen und habe mich soweit fertig gemacht. Also Zähne geputzt, eingecremt, eingecremt. Und ja, ich habe auch vorhin noch einen Tee getrunken, einen Kamillentee. Hilft nämlich ganz gut gegen meine komische Stimme, gegen Halsschmerzen. Also Kamillentee hilft. Und dann werde ich jetzt noch ein paar Bilder bearbeiten, ein bisschen YouTube gucken. Ich habe auch noch Hausaufgaben gemacht, genau, in Englisch und Physik. Ich hoffe, dass ich morgen wieder einigermaßen fit bin. Also ich denke, dass ich auf jeden Fall zur Schule gehen werden kann. Und dann hoffe ich auch, dass ich in den nächsten Tagen gesund werde. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!